Es sind praktisch die Oscars des deutschen Verbraucherschutzes, oder? Wir erwarten Jubelschreie, wir erwarten Tränen, wir erwarten emotionale Ausbrüche aller Art. Was wir nicht so erwarten, sind elendlange Dankesreden, so mit Mutti und dem Team und sowas. Also die kennen wir alle schon. Die sind auch... Oh, lachen Sie über mich? Na gut, machen Sie ruhig weiter, kein Problem. Also, Preisverleihung. Ich bitte auf die Bühne Frau Dr. Melanie Weber-Moritz. Da hat sie sich versteckt. Kommen Sie doch bitte. Sie ist die Chefin der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz. Genau, kommen Sie hier hin. So, jetzt erklären Sie mir doch mal bitte Deutsche Stiftung Verbraucherschutz. Ja. Das ist nicht das, was Herr Müller leitet. Die Deutsche Stiftung Verbraucherschutz, die gibt es seit 5 Jahren mittlerweile. Herr Müller ist aber bei uns im Vorstand, insofern gibt es da eine gewisse Querverbindung. Mhm. Und hinter der Stiftung verbirgt sich der Sinn und Zweck, dass wir Verbraucherschutz in Deutschland, insbesondere die Konsumkompetenzen von Verbraucherinnen und Verbrauchern unterstützen wollen und das auch tun mit den Projekten, die wir fördern. Und um das vielleicht kurz ergänzen zu können, wir haben einen besonderen Schwerpunkt auf dem Thema Verbraucherbildung im schulischen und außerschulischen Bereich. Und da liegen uns die Themen Finanzen, Digitales, Ernährung, Gesundheit und nachhaltiger Konsum ganz besonders am Herzen. Also die guten Sachen. Die guten Sachen. So, und die kriegen einen Preis, damit sie wertgeschätzt werden. Und das sind normale Menschen oder sind das so die üblichen? Es sind nicht ganz normale Menschen, weil sie sich ganz besonders für Verbraucherschutz eingesetzt haben. Also wir zeichnen aus einmal das Projekt des Verbraucherschutzes 2015 und eine Persönlichkeit des Verbraucherschutzes 2015. Und das sind eben besondere, ja, das sind Menschen, die sich ganz besonders für Verbraucherschutz eingesetzt haben. Und wir hoffen natürlich, dass durch die Preisverleihung wir auch Nachahmer finden und sich auch andere Menschen sozusagen motiviert fühlen, sich für Verbraucherschutz einzusetzen. Was muss ich tun, um den Preis zu gewinnen? Der ist immerhin mit 15.000 Euro dotiert, das ist ganz sportlich. Also wie kann ich mich in das Herz der Jury schlawinern? Also erstmal müssten Sie das Herz von... vielleicht Ihrem Nachbarn oder einem Freund oder einer Freundin erweichen, weil wir haben ja im Vorfeld um Vorschläge gebeten. Also es muss jemand erstmal Sie vorschlagen. Mhm. Also wir haben bundesweit aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Und aus diesen Vorschlägen hat dann unsere Jury, unsere prominente Jury, eben die Preisträger, die heute gekürt werden, ausgewählt. Vielleicht noch, genau, also wir sind in der Jury, sitzen 13 Persönlichkeiten aus Politik, Verbraucherorganisationen, Wissenschaft, Medien und Wirtschaft, unter anderem auch 4 Verbraucherschutzministerinnen und Minister der Länder, also wirklich eine prominente Jury. Medien auch? Ja. Sollte nicht ganz so seriös sein, oder? Wen denn? Die Süddeutsche Zeitung. Na gut. Kann man als seriöse Zeitung bezeichnen. Okay. Ja. Gut, also da brennt nichts an. Das ist eine gute Jury. Der Schirmherr ist in Israel. Ja. So ist das. Er wäre gern da gewesen, aber jetzt wird er halt, darf ich ja vertreten, um das Dürfen nochmal aufzunehmen. Ja, unbedingt, unbedingt. Also Ulrich Kälber, der Staatssekretär, wird die liebevoll gestalteten Preise, kommen die jetzt schon rein? Wollen wir die jetzt schon die sind hier auf die Bühne gebracht haben? Hinter mir, ja, die dürfen kommen schon Sie mal, auf die trauen Bühne Sie sich werden. Ja, 15 Minuten Ruhm hat Andy Warhol immer gesagt, Sie kriegen jetzt 15 Sekunden. Julia, vielen Dank. Hammer. Also das war, sah der letztes Jahr auch schon so aus? Beim letzten Mal? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren? Wurde der Preis zum ersten Mal verliehen, ja. Da sah er genauso aus. Alles klar, prima, schön. Wir bitten die erste Laudatorin auf die Bühne, meine Damen und Herren. Da kommt sie schon, Frau Professor Lucia Reisch, Jurymitglied, Professorin an der Kopenhagen Business School, an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung. Jetzt sind wir ja mal gespannt. Ja. Legen Sie los. Eine Puppe, die durch intelligente Technologie zuhören kann und sprechen lernt. Und dabei ganz nebenbei die Geheimnisse und Wünsche der kleinen Puppenmutter an das Smartphone der Eltern oder in die Cloud direkt an Marktforschungsunternehmen weitergibt. Ein Taxiunternehmen, eine Fluggesellschaft, die sich auf Bewegungs- und
Konsumdaten der Passagiere verlegt, weil es beim ruinösen Wettbewerb beim Passagiertransport nicht mehr viel zu gewinnen gibt. Ein Handelskonzern, der plant, mit RFID-Chips in Payback-Karten seine Kundschaft schon beim Betreten des Ladens zu identifizieren und auszuspähen. Selbst für den gläsernen Verbraucher, dem das ja nicht so viel ausmacht, weil er nichts zu verbergen hat, wäre das wohl doch ein Schritt zu weit gewesen. Solchen Datenkraken spürt unsere Preisträgerin seit vielen Jahren auf und bringt sie an die Öffentlichkeit. Das Wort Datenkrake hat Karriere gemacht. Sie hat es geprägt. Sie ist Künstlerin, Netzpionierin, Gründerin, Vorstand des Vereins Digital Courage, der sich seit fast 20 Jahren für mehr Selbstbestimmung und Datensicherheit im digitalen Zeitalter einsetzt. Dies ist enorm. Wurden doch die Menschen, die vor Datenkraken warnten, lange als unbequeme Eiferer und Phantasten eher belächelt. Sie hat die Big Brother Awards ins Leben gerufen. Dieser Negativpreis zeichnet regelmäßig Unternehmen, Organisatoren, Personen aus, die in besonderem Maße die Privatsphäre der Menschen beeinträchtigen. Sie selbst erhielt einige Preise, Auszeichnungen, beispielsweise die Theodor-Heuss-Medaille für ihr bürgerrechtliches Engagement. Gerade weil sie nichts zu verbergen habe, wehre sie sich gegen Überwachung, sagt sie. Zuletzt ging sie gemeinsam mit Digital Courage e.V. mit einer Strafanzeige gegen die NSA-Überwachung vor. Ihr Motto lautet: Wenn wir die digitale Zukunft nicht gestalten, dann machen es andere. Es geht ihr und ihre Initiative um Gestaltung, nicht um das Verhindern von Chancen, die digitale Welt den Konsumenten bringt. Die sind vielfältig, wir haben es heute gehört, und es wird in diesem Saal kaum jemanden geben, der ohne sie leben, arbeiten, reisen möchte. Die digitale Revolution hat letztlich die Informationsasymmetrien zwischen Verbraucher- und Anbieterseite verändert. Insgesamt zum Guten. Neue Formen der Partizipation, Nutzerintegration, Innovation, Verbreitung von Nachrichten, Organisierung der Konsumentenbürger, Wissensgenerierung und so weiter. Mit Big Data lassen sich Seuchen verhindern, Therapien entwickeln, Krankheiten heilen, Ideen für nachhaltiges Leben entwickeln, vernetzen und. Aber eine aktuelle Studie der New York Times, die beliebtesten 100 englischsprachigen Websites untersucht hat, zeigt, dass im Fall einer Fusion oder des Bankrotts dieses Unternehmen 85 dieser Websites die Daten mit verkaufen würden, ohne dass irgendjemand was davon erfährt. 17 Websites würden immerhin die User informieren und nur 2 den aktuellen Stand mitteilen und ein Opt-out anbieten. Das sind nicht wirklich richtig viel, und zu diesen 100 gehören genau die, an die Sie jetzt denken. Unserer Preisträgerin geht es um die Sicherung von persönlicher Datensouveränität und digitaler Selbstbestimmung. Dies sind auch die Kernpunkte einer guten Verbraucherpolitik im digitalen Zeitalter. Die enormen Potenziale bedürfen einer erhöhten Sensibilität für Verletzung der Privatsphäre, stellen hohe Anforderungen an die Transparenz von Datensammlern, egal wer das ist, sowie hohe Anforderungen an eine faire und adäquate Datengovernance, bei der der Einzelne über seine Daten bestimmen kann. Für diese Stichworte steht die Preisträgerin. Der Bundespreis Verbraucherschutz 2015 in der Kategorie Persönlichkeit geht an Rena Tangens. Bitte auf die Bühne, Frau Tangens. Bitte. So, und als gutes Publikum wissen Sie, dass Sie so lange applaudieren, bis die Preisträgerin hier oben ist. Das gehört sich ja wohl. Herzlichen Glückwunsch. Sag mal noch eben meinen Satz zu Ende. Sie wird ausgezeichnet für ihr jahrzehntelanges Engagement für die Wahrung der digitalen Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Frau Professor Reich. Vielen Dank für diese Laudatio.
Und der Preis geht an Rena Tangens. Und ein paar Blumen gibt es auch noch. Meine Damen und Herren, damit Sie ungefähr, vielleicht wissen Sie nicht, was diese Frau alles auf sich genommen hat. Wir haben mal einen kurzen Film, der erklärt Ihnen das. Bei Datenschutz denken Menschen, dass es nur um die Daten ginge, die geschützt werden. Tatsächlich geht es um die Persönlichkeitsrechte von Menschen. Es geht um Bürgerrechte. Privacy klingt so ein bisschen kuschelig, sozusagen für sich zu Hause, das My Home is My Castle, das so geregelt zu haben. Uns geht es aber darum, dass wir uns auch frei in der Öffentlichkeit bewegen können, frei im Netz bewegen können und bei allem, was wir tun, einkaufen, reisen, mit anderen Menschen kommunizieren, dass wir Freiheit der Entscheidung und Freiheit in der Bewegung haben. Digitalcourage hat seinen Ursprung in dem Wort Zivilcourage. Das war tatsächlich auch das Wort, was unseren Mitgliedern am wichtigsten war, was uns auszeichnet. Zivilcourage heißt nicht nur still ärgern im stillen Kämmerlein, sondern Zivilcourage bedeutet, ich mische mich ein, ich tue etwas für das Gute. 2004, als wir die Metro AG mit ihren Funkchips gestoppt haben, hatten wir ca. 65 Mitglieder und inzwischen haben wir über 1000. Und diese Fördermitglieder, die helfen uns, die finanzieren uns und die sorgen dafür, dass wir frei und unabhängig arbeiten können. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Digitalcourage organisiert auch Kampagnen und Aktionen. Und hier haben wir zum Beispiel gerade die Demo Freiheit statt Angst gegen Überwachung, die in diesem Jahr in mehr als 30 Städten in Deutschland vertreten sein wird. Ja, dies ist die Big Brother Award-Statue, die Preisträger überreicht bekommen, wenn sie denn zur Verleihungsgala kommen. Sie zeigt einen Menschen, der gefesselt ist mit einem Bleiband. Das Rückgrat fehlt und der Mensch ist durch eine Glasscheibe zerteilt. Die Big Brother Awards werden in verschiedenen Kategorien vergeben. Es ist ein Datenschutz-Negativpreis und sozusagen die Oscars für Datenkragen. Wir haben vorhergesagt, dass Datenschutz ein wichtiges Verbraucherthema wird. Wir haben gesagt, dass Geheimdienste mitlauschen. Wir wurden ausgelacht, aber es ist alles so gekommen. Gerade weil wir Technik lieben, wissen wir umso mehr um die Gefahren. Und wir wollen, dass die Politik ihre Verantwortung wahrnimmt und Regeln setzt, damit wir auch in Zukunft noch eine lebendige Demokratie haben. Rena Tangens, vielen Dank. Frau Professor, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben ja dem Deutschen Verbrauchertag heute beigewohnt. Haben Sie das Gefühl, Datensensibilität ist größer geworden in den vergangenen Jahren? Professor Haukapp hat ja eine Studie zitiert. Es gibt ein paar, die sind da sehr sensibel, aber auch ganz schön viele, vielen Dank, die sind es nicht. Hat sich was verändert oder sind unsere Kinder da eher so? Wir müssen das differenziert sehen. Natürlich gibt es sehr viel mehr Aufmerksamkeit für das Thema. Es gibt aber auch Resignation. Und ich glaube, dass dafür letzten Endes auch die Politik verantwortlich ist, die in einer NSA-Sperraffäre nicht wirklich ermittelt und offenbar auch keinen Aufklärungswillen zeigt. Und ich glaube, das entmutigt viele Bürgerinnen und Bürger, noch anzunehmen, dass überhaupt etwas zu machen ist. Und die sagen dann, diese kleinen Verbraucherprobleme, da mit den AGBs oder da mit den RFID-Chips, das ist alles nicht so wichtig, ne, verglichen mit dem, was da schon passiert. Wir werden sowieso komplett überwacht. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Und Digitalcourage geht es gerade darum zu vermitteln, hey, wir können was tun. Wir können mitgestalten, wir können was verändern und lass es uns anpacken. Und wir, wie Sie sehen, bekommen wir mehr Mitglieder, wir bekommen auch mehr Aufmerksamkeit und ich glaube, in der Richtung gehen wir weiter und natürlich wollen wir mitgestalten und das werden wir auch weiter tun. Kennen Sie diesen Dreiklang? Erst wird man angefeindet, dann wird man lächerlich gemacht und dann irgendwann wird man ernst genommen. In welcher Phase? Sie sind jetzt aber schon in der Ernstphase.
würde ich auch sagen. Also ich aber Sie haben die anderen beiden auch durchaus kennengelernt, ne? Ja, klar. Also mit Herrn Kelber zum Beispiel, mit der Arbeitsebene dort im Ministerium haben wir auch sehr produktive Gespräche und da freue ich mich drüber. Also 2001 waren wir das erste Mal im Verbraucherministerium bei Herrn Kavelat, der da drüben sitzt. Und wir haben gesagt, hey, Verbraucherschutz wird ein total wichtiges Thema für, Datenschutz wird ein total wichtiges Thema für Verbraucherschutz. Da müsst ihr was tun. Und dann wurde uns gesagt, klingt interessant und richtig, aber da sind wir nicht zuständig. Das ist der Bundesdatenschutzbeauftragte. Und nur 3 Jahre später gab es eine Veranstaltung vom Verbraucherministerium, die hieß Datenschutz ist Verbraucherschutz. Die hat damals Renate Künast veranstaltet und hat mich auch eingeladen. Und das hat mich total gefreut, dass es nur 3 Jahre gedauert hat, bis es dann durchgedrungen war. Und dass man sich auch noch erinnerte, wer das Thema dort ins Ministerium gebracht hat. Das hat mich sehr gefreut. Insofern, ja, ich habe Hoffnung. Was ist so das nächste Thema, auf das Sie jetzt besonders aufmerksam machen, vielleicht gerade junge Leute? Leider können wir uns die Themen nicht aussuchen. Wir würden ja sehr gerne Technik gestalten und wunderbare neue Möglichkeiten erkunden und so. Wir tun das zum Teil im Bereich Verschlüsselung. Da gibt es ein neues Programm, das heißt PEP, Pretty Easy Privacy. Damit wird Verschlüsseln zum ganz einfach und zum Standard. Aber leider werden uns die Themen doch oft von Politik oder auch von Wirtschaft aufgezwungen und leider werden wir uns auch in nächster Zeit mit der Vorratsdatenspeicherung beschäftigen müssen, denn im September wird die verhandelt und wir hoffen doch immer noch auf Einsicht, dass eine anlasslose Überwachung der Bevölkerung nicht unsere Sicherheit erhöht, sondern kontraproduktiv ist. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Rena Tangens vom Verein Digital Courage. Herzlichen Glückwunsch. Prima. So, meine Damen und Herren. Ja, das haben Sie. Dann gehe ich mal, sagt sie ganz bescheiden. Gleich trinken wir noch einen zusammen. So, meine Damen und Herren, wir kommen. Vorratsdatenspeicherung, Herr Kelber, irgendwie ist das in Ihrem Haus zugange, nicht? Aber egal, Sie werden das weiterleiten, denke ich mal. Ist ja auch so ein Koalitionsthema und ach. Man denkt immer, es ist so einfach, aber es ist extrem vielschichtig. So, meine Damen und Herren, kichern Sie denn so albern? Haben Sie schon heimlich vorgetrunken? So, das sollen wir erst gleich machen. Ich bitte den zweiten Laudator auf die Bühne, meine Damen und Herren, Hubertus Primus. Man dachte immer, das muss ein Künstlername sein, aber er heißt wirklich so. Herzlich willkommen. Er ist auch Jurymitglied. Vorstand bei der Stiftung Warentest und Mitglied im Stiftungsrat der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz. Als Vater, der die Schullaufbahn von 4 Kindern begleitet hat, kann ich ein Lied über die Ernährung in den Pausen singen. Es ist ein Garstig-Lied von zu viel Zucker und Kalorien. Ein Lied von Mars, Duplo, Hanuta und Rittersport. Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Und es ist natürlich dann eine gute Nachricht, wenn stattdessen gesunde und ökologische Snacks angeboten werden. Und richtig toll wird es, wenn die Schüler das selbst in die Hand nehmen. Und zwar als Genossenschaft, das haben wir ja hier auch schon öfter heute gehört, dass das eigentlich eines der Urformen der Sharing Economy ist. Und wenn die Schüler dann auch noch den Einkauf, den Verkauf, die Buchhaltung und das Marketing mitgestalten, lernen sie auch eine Menge. Und eine solche Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler für gesunde und nachhaltige Ernährung ist ein ganz tolles Beispiel für gelebte Verbraucherbildung. Die Jury war sich ganz schnell einig. Der Bundespreis Verbraucherschutz 2015 geht an die Schülergenossenschaft Max Snack der Bertolt-Brecht-Gesamtschule in Löhne. Wo sind Sie? Ich bitte auf die Bühne. Caroline Lorenz, Luca Kreke, Kai Haaland, Marita Gesenhof, die Lehrerin von der Bertolt-Brecht-Gesamtschule. Herzlichen Glückwunsch.
Na? Tag. So. Und damit wir wissen, was diese jungen Menschen treiben, die machen nichts mit Internet, sondern noch so eine richtig ordentliche Firma. Den Film schauen wir uns dann jetzt mal an. Snack ist ein sehr gutes Schülerbistro und ein Kiosk und eine wunderschöne Genossenschaft in der Peter-Brecht-Gesamtschule. Snack ist eine gute Schülerfirma, wo man viel lernen kann und gesund essen kann. Alleine würde man das nicht schaffen. Daran merkt man, dass man halt in Gruppen zusammenarbeiten kann und später, wenn man halt irgendwo arbeitet, dass man weiß, dass man mit Menschen zusammen was machen kann. Wir haben halt Wert darauf gelegt, dass die Kinder sich gesund ernähren. Ich meine, die kannten nicht verschiedene Salatsorten. Die kannten nur den Eisbergsalat aus dem Supermarkt. So, und dann haben wir gedacht, ja, das sollte man ändern. Arbeiten in dieser Schülergenossenschaft lernt man auf jeden Fall, wie man mit den Zahlen umgeht, Rechnungen schreiben, wie überhaupt so eine Firma organisiert ist. Wir sind sozusagen die Leiter des Unternehmens. Also wir sind bei Veranstaltungen dabei, halten Vorträge und repräsentieren sozusagen die Genossenschaft. Also wir führen Bücher zu unseren Finanzen und kontrollieren die Jahresabrechnungen, ob sie stimmen oder nicht, oder tragen sie ein. Außerdem kontrollieren wir jedes Mal, ob das Geld auch wirklich stimmt, damit auch kein Geld wegkommt. Passt. Das ist eigentlich das Geheimnis. In dem Moment, in dem Schüler anfangen, etwas zu tun, praktisch zu tun, aktiv zu werden, lernen sie. Da setzt der Lernprozess ein. Und die Kunst ist im Grunde, sie dahin zu bringen, dass sie tatsächlich anfangen. Und deshalb nicht meckern, sondern machen. Nicht meckern, sondern machen. So gehört sich das. Frau Gesenhoff, Sie sind die Lehrerin. Jetzt mal so eine rechtliche Frage. Müssen die nicht volljährig sein für so eine Firma? Wir sind ja nur eine Schülergenossenschaft. Das heißt, im Jahre 2012, als der Ban Ki-moon das Jahr der Genossenschaften deklariert hat, da kam uns die Idee, wir wollen was tun. Und der Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsverband hat dieses Projekt aufgenommen, hat Schülerfirmen das Projekt gegründet. Er berät uns auch und ihm gilt auch unser Dank. Und seither gibt es uns. In Ostwestfalen ist was los, ne? Das ist der Hammer. Was machen Sie denn mit dem ganzen Geld? Ja, da muss ich sofort einen kleinen Wermutstropfen formulieren. Wir sind nicht gewinnorientiert. Uns geht es um den Umsatz. Jedem Schüler sein Rohkost, sein biologisches Brötchen zu einem Preis von 1 Euro. Oh. Und dann ist unser Gewinn natürlich eher minimal. Ja. Aber wir sind umsatzstark. Aber kostendeckend. Kostendeckend allemal. Sehr gut. Wie viel Zeit, Caroline, muss man so, also ich meine, ihr seid doch da den ganzen Tag zugange mit Brötchen schmieren und Abrechnung und so weiter. Das könnt ihr dafür ein paar Freistunden nehmen oder wie funktioniert das? Also wir haben das einmal in den Pausen machen wir das, in der Schulzeit und dann haben wir auch noch Unterricht. Aber es gibt auch verschiedene
wie soll ich sagen, Kategorien, wo jeder seine Station hat, sage ich mal. Gibt es dafür Noten? Ja, also wir haben jetzt ein Arbeitszeugnis bekommen und das steht dann halt auch auf dem Zeugnis. Willst du sowas mal später beruflich machen? Naja, die Grundvoraussetzung hat man ja, also warum nicht? kommen jetzt auch aus anderen Schulen so Leute und gucken, wie das geht? Ich stelle mich mal hier zwischen, ich stehe so unhöflich vor. Naja, also Gäste kommen immer und gucken, wie das geht, weil es einfach was Tolles ist. Gut. Das, Luca, nochmal schnell, wie ist das mit der Hygiene? Kommt das Ordnungsamt und guckt, ob ihr euch die Finger gewaschen habt? Ja, also es gibt durchaus Kontrollen und so, weil wir sind ja auch wirklich eine Genossenschaft und da ist es schon wichtig, dass gewisse Standards eingehalten werden, sonst kann man sowas einfach nicht durchführen. Jetzt musst du mir mal erklären, wie du diese neue Mütze, ne, wie du die auf deine Friese draufkriegen willst. Das geht nicht ohne Kollateralschäden. Das habe ich mir auch schon überlegt. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, das sind die wahren Probleme. Ganz herzlichen Glückwunsch an die Schülergenossenschaft Max Snack aus Lönne. Vielen Dank, Jungs. Super, weiter so.